Charakter X stirbt in der realen Welt, erwacht als Charakter Y in einer anderen Welt und erlangt dort Fähigkeit Z. Und zwar immer und immer und immer wieder. Tja, die Isekai-Kuh wird gemolken. Bis zum Umfallen. Und das seit Jahren. Jedoch scheint auch das letzte Tröpfchen Innovation schon längst in den Eimer geflossen zu sein, weshalb die generische Einheitssuppe immer wieder mit Zutaten anderer Genres gewürzt wird. Beim Verwässern der Genregrenzen bedienen sich die Isekai-Verantwortlichen dabei zum Beispiel häufig am Ecchi-Genre. Und zwar so ergiebig, dass man oft nicht mehr sagen kann, ob man es nun mit einem Isekai-Anime mit Ecchi-Elementen oder einem Ecchi-Anime mit Isekai-Elementen zu tun hat. Prominente Beispiele wären etwa Konosuba oder How Not to Summon a Demon Lord. Es wird erzählt, ein Dämon soll Frauen in Halsfesseln gelegt haben und sie ständig mit sich rumführen. Ich werde die beiden nun befreien! Autsch! Und obwohl diese Fusion als auch beide Genres für sich stets kontrovers diskutiert werden, gibt ihnen der Erfolg recht, zählen sie doch zu den beliebtesten Anime überhaupt. Es wird also auch in Zukunft weiter gemolken, sodass die Isekai-Flut nicht versickert. Das zeigen auch die bevorstehenden Anime-Seasons, die erneut diverse Vertreter des Isekai-Genres ins Rennen schicken. 5 der zahlreichen Titel, die in den Startlöchern stehen, stelle ich euch nun in beliebiger Reihenfolge vor. Nun, ganz beliebig ist die Reihenfolge dieser Liste dann doch nicht, denn wir starten mit den Isekai-Gesandten aus der anstehenden Summer Season. Und darunter tummelt sich auch eine Serie, deren Namen direkt Programm ist. My Isekai Life. Oder in voller Länge, My Isekai Life, I gained a second character class and became the strongest sage in the world. Neben der üblichen Prämisse wird die bevorstehende Serie auch mit vielen weiteren bekannten und bewährten Isekai-Bausteinen zu einem Abenteuer aufgestapelt. Dies wird bei einem kurzen Abriss der Handlung schnell deutlich. Im Fokus der Story quält sich der Büroangestellte Yuji in einem Ausbeuterbetrieb bis an die Grenzen der Belastbarkeit, bis er schließlich der Jobtristesse via Teleportation in eine Fantasy-Welt entflieht. Soweit so Isekai, und dieses Muster setzt sich auch fort, als er von genretypischen Schleimen, die auch in diesem Isekai-Sprössling rumwabbeln, ungeahnte Kräfte erhält und zum mächtigsten Magier der Parallelwelt aufsteigt. Mit der im Juli startenden Anime-Adaption von My Isekai Life reiht sich die nächste Umsetzung einer Light Novel in die Riege der Isekai-Serien ein und bringt dabei zwar die üblichen Genre-Bauteile, aber nur wenig Potenzial mit, aus der Masse herauszustechen. Die 2018er Manga-Variante ist hierzulande unter dem Titel Mein Isekai-Leben mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier in einer anderen Welt, übrigens bei Ultraverse zu haben. Und wo es gerade so kuschelig warm in der Sommersonne ist, verweilen wir noch im Aufgebot der Anime Summer Season 2022 Titel. Denn dann wird der Isekai-Titel Black Summoner sprichwörtlich beschworen. Protagonist Calvin tritt in die Fußstapfen seiner Isekai-Vorgänger und findet sich entsprechend eines Tages in einer ihm fremdartigen Welt wieder. Aber wie steht es um sein bisheriges Leben? Nun, gute Frage. Die Erinnerungen an seine Vergangenheit hat der junge Mann nämlich eingebüßt. Oder besser gesagt, eingetauscht. Und zwar gegen mächtige, Achtung Überraschung, Summoner, also Beschwörerfähigkeiten. Dabei schickt das Studio Satellite bei seinem Debüt als Isekai-Schmiede unseren Helden nicht allein auf die Reise. Vielmehr gibt's göttlichen Beistand von der Reinkarnationsgöttin Melfina oder Ephir, einer Bogenschützin mit Maid-Outfit. Angereichert wird die Truppe des Beschwörers durch, naja, Beschwörte. So etwa der klotzige Black Soul-Ritter Geral und ein, na ihr wisst schon. Was wäre ein Isekai-Anime schon ohne Schleim, nicht wahr? Gemeinsam ziehen die Schicksalsgefährten los, um Calvins Name in der ganzen Welt bekannt zu machen. Los geht die Promotour unseres Summoner-Newcomers dann im Juli. Auch der Name des nächsten Animes in diesem Listenvideo gibt bereits recht deutlich die inhaltliche Marschrichtung der Serie vor. A Harem in a Fantasy World Labyrinth.
Ja, auch in einem Labyrinth kann die Marschrichtung völlig klar sein. Denn hier bekommen wir es mal wieder mit einem Paradebeispiel der eingangs erwähnten Isekai-Edgy-Genre-Hybriden zu tun. Protagonist und Oberschüler Michio hat die richtige Route durchs Leben hingegen noch nicht gefunden und wird von Verzweiflung und Aussichtslosigkeit in eine Sackgasse getrieben. Als er eines Tages unter den astronomischen Ansprüchen seines Umfelds zu zerbrechen droht und im Internet nach Wegen sucht, sich das Leben zu nehmen, fordert ihn ein Pop-up-Fenster auf, einen Rollenspiel-Charakter zu erstellen. Gesagt, getan oder gebaut. Und schwupps findet sich der Bursche im Körper seiner soeben gebastelten Figur in einer anderen Welt wieder. Unglaubliche Fähigkeiten und unwiderstehlicher Charme inklusive. Von nun an hält Aharem in The Fantasy World Labyrinth, was es verspricht, und navigiert euch durch die lasziven Fantasien der Hauptfigur. Kurze Randnotiz: Die Anime-Adaption der Light Novel entsteht im Interspecies Reviewers Studio Passionné. Kontroversen sind also vorprogrammiert. Nach diversen Wiedergeburten als strahlender Held, mächtiger Magier oder Verkaufsautomat. Ja, es gibt wirklich eine Vending Machine Light Novel. Also nochmal. Nach diversen Wiedergeburten als strahlender Held, mächtiger Magier oder Verkaufsautomat reinkarniert die Hauptfigur unserer nächsten Serie als Schwert, wie der Name des Herbst-Season-Animes Reincarnated as a Sword bereits unschwer vermuten lässt. Abgesehen von dieser eher unkonventionellen Wiederauferstehungsform ereilt den 30-jährigen als Teacher betitelten Protagonist jedoch das übliche Isekai-Main-Character-Schicksal. Sprich, der Spiele-Enthusiast wird in einem Autounfall dahingerafft und erwacht in einer Fantasy-Welt, in der die Bewohner, ähnlich wie in einem Videospiel, leveln müssen, um unterschiedliche Ebenen zu erklimmen und Fähigkeiten zu erlernen. Also macht Teacher das, was man ebenso als Schwert macht. Außer nutzlos in der Gegend rumzustecken. Unsere wiedergeborene Waffe sucht einen Besitzer und findet eine Besitzerin, nämlich das Katzenmädchen Fran. Gemeinsam stürzen sich die ungleichen Partner von nun an gegen allerlei Monster in die Schlacht. Die Anime-Adaption der Light Novel entsteht im recht unbekannten Studio C2C und debütiert im Oktober dieses Jahres. Wir kommen zum letzten Isekai-Anime in dieser Liste, bleiben aber in der Herbstseason und begrüßen erneut eine Dame der Schöpfung in der Rolle der Hauptfigur. Diese kommt aber nicht als Heldin, sondern getreu dem Titel der Serie als Shouken daher. I'm the Villainess, so I'm Taming the Final Boss adaptiert ebenfalls eine Light-Novel-Serie und wird vom Studio Maho Film produziert, das mit dem 2020er Isekai-Vertreter I'm Standing on a Million Lives bereits Genre-Erfahrung mitbringt. Darum geht's. Eileen, die einstige Verlobte des Prinzen, wird in bester Isekai-Manier wiedergeboren. Aber nicht etwa in einer Fantasy-Welt, sondern in einem Otome-Spiel. Ihre Aufgabe besteht nun darin, das Bad End zu vermeiden und dem Tod oder erneuten Tod von der Klinge zu springen. Und so kommt das raffinierte Schlitzohr auf die Idee, König Claude, dem Final Boss persönlich, schöne Augen zu machen, um ihn mit Hilfe dieser List ums Eck zu bringen. Besonders dieser Isekai-Anime zeigt, dass es durchaus möglich ist, ein Genre zumindest in Teilen neu zu erfinden und für willkommenen frischen Wind zu sorgen. Wie steht ihr zum Isekai-Irrsinn und auf welche bevorstehenden Serien freut ihr euch am meisten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.